Ich darf Peter Barth begrüßen. Er wird den letzten Vortrag dieser Session halten, beziehungsweise den letzten Beitrag, ist vielleicht passender gesagt, mit dem Titel OSM Quiz. Peter, bitte. Gut, danke schön. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht, ein kleines Quiz rund um OpenStreetMap und etwas GIS-Fragen und haben uns gedacht, machen wir das ja auch wieder. Ich erkläre ganz kurz ein paar allgemeine Regeln. Es ist wieder ein OSM-Quiz zur Suche des diesjährigen OSM-Experten. Es wird eine Plenumsrunde geben und eine Finalrunde. Erkläre ich dann gleich nochmal, wie das funktioniert. Und es wird einen Herausforderer geben, den Nakana. Nakana, du müsstest jetzt bitte nach vorne kommen. Der hat ja letztes Jahr alle so richtig abgezogen. Kommst mal bitte vor. Muss ich hier vorne hinsetzen. Kriegst natürlich, wie sich das gehört, eine Quiz-König-Krone und schauen wir mal, ob du die behalten kannst oder nicht. Jetzt werden wir als erstes mal herausfinden, wer denn gegen den Nakana antritt. Vielleicht nur kurz Hinweis, wird dann einen Joker geben und tolle Preise. In der Plenumsrunde, diese erste Runde, gibt es Multiple-Choice-Fragen und es sind im Endeffekt Wissensfragen. Es schaut so aus, ihr im Publikum schaut euch die Fragen an. Es sind unter 10 Fragen, also jeder, die meisten mit 10 Fingern werden sich also merken können, wie viele Antworten sie richtig haben. Wenn ihr eine Antwort richtig habt für euch, merkt es euch. Und am Schluss frage ich, wer wie viele richtig hat. Die Besten dürfen nach vorne und gegen Nakana antreten. Also möglichst ehrlich sein. Ich glaube auch nicht, dass jemand die 10 Fragen alle beantworten kann, aber schaut mal, wie weit das er kommt. Und dann fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Wer ist denn das hier? Wer weiß das? Es gibt ja in OpenStreetMap viele bekannte Leute, viele bekannte Gesichter, die man dann regelmäßig bei den Veranstaltungen sieht. Wer ist es? Jeder mal so für sich überlegt und irgendjemand darf mir jetzt die Antwort sagen. Wer weiß es? Ganz einfache Frage. Ja, Roland? Das ist richtig. War im Übrigen auch die erste Antwort letztes Jahr. Da habe ich da die Namen noch dazu geschrieben. Mal so kurz Hand hoch, wer hat es richtig gehabt? Wer wusste es? Okay, schaut jetzt nicht so schlecht aus. War ja auf der Sotenwara anwesend und da war es so, dass ihn sehr wenig Leute erkannt hatten. Und ja. Zweite Frage, die OpenStreetMap-Software. So allgemein, was läuft denn da so auf diesen OSM-Servern, diese Hauptsoftware? Hat er irgendwas mit Hafen zu tun oder so? Ist es Roads Harbor, Waystock, Railsport oder Squarepier? Was ist denn die richtige Antwort? Wer will es denn sagen? Wer weiß es? Wieder der Roland. Ist der okay, Roland, bitte. Railsport. Sehr richtig. Das ist der Railsport, genau. Kommen wir zur Frage 3. Staatsoberhaupt. Eigentlich auch eine recht einfache Frage, die Leute kennt man ja. Wer hat denn von diesen genannten keinen OpenStreetMap-Login? Ist es Trump, Obama, Merkel oder Albert II. Von Monaco? Nur einer davon hat keinen. Ich gehe mal davon aus. Also die Accountnamen heißen so und ich gehe davon aus, Klarnamenspflicht bei OpenStreetMap weiß man ja, also kann es eigentlich nicht anders sein. So, wer weiß die Antwort? Weiß jemand die Antwort? Also Pascal ist ausgeschlossen, muss ich mal dazu sagen. Wer will raten? Ja? Nein? Merkel. Also zumindest heute Abend, schauen wir mal, ob es dann auf Nacht vielleicht noch einen gibt. Frage 4. In welchem dieser Spiele werden keine OpenStreetMap-Daten verwendet? Das heißt, in drei werden wirklich
OpenStreetMap-Daten eingesetzt. Monopoly City Streets, Grand Theft Auto 4, Nike Grid oder Battlefield 4. Weiß es jemand? Wer weiß es? Ja, Roland. Ich kann mal raten, da GTA 4, glaube ich, schon relativ alt ist, wäre es der ausnahmsweise Kandidat, dass keine großen Daten sind. Richtig, GTA 4 ist das einzige Spiel, das keine hat. Also muss auch sagen, bei Battlefield ist es irgendwo an einer Stelle wird eine Karte benutzt. Es ist nicht so, dass das Spiel so komplett auf OpenStreetMap-Daten basiert. Frage 5. Mapping-Gesetzgebung. Wo existiert denn ein Mapping-Verbot für OpenStreetMapper? Wo habe ich denn ein Problem? In Bonn, im Irak, Paris oder in der Demokratischen Republik Kongo? Hat sich jeder überlegt? Gibt ein paar Antworten. Ja, Dominik hat eine Ahnung, wo das sein könnte. In Bonn? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn das? In Bonn. Richtig. Ein Bild, das wir vom Ortseingangsschild gemacht haben, da ist OpenStreetMap Mapping verboten. Das war eine tolle Stadtverordnung, um Google Street View rauszuhalten und damit hat man auch gleich OpenStreetMap ausgesperrt. Ich glaube, die Bonner müssen momentan 30 Euro pro gemappten Kilometer zahlen und sich eine Genehmigung holen. Es gibt auch einen, von dem ich jetzt nichts, also Bonuspunkt, wenn du weißt, wer die Selbstanzeige gemacht hat. Ja? Wer hat die Selbstanzeige? Der Joachim Kast. Der Joachim Kast hat eine Selbstanzeige gemacht, okay. Also ich kann es nicht bestätigen, dass es wirklich so ist. Doch, ja, ja. Also sie haben dann irgendwann nach ihm mehrfach nachfragen, haben sie also ihm eine zukommen lassen, eine Mitteilung, dass sie also keine Interesse an der Verfolgung hätten. Okay, ja. Der ist nicht verfolgt worden. Läuft immer noch frei herum. Wer hat denn schon bis jetzt alle 5 Fragen richtig? Keiner? Okay. Frage 6. AdWords. Recht aktuelle Frage. Wenn man im März bei der Suche in Google OpenStreetMap eingegeben hat, was war denn dann für eine Seite sichtbar in den AdWords? War das Mapbox? War das Hot? War das die Geofabrik? Oder war das OpenStreetMap? Ja, Christoph? Richtig, das war Hot. Gab auch auf Twitter etwas Aufschrei, dass sich Hot im Rahmen des kostenlosen AdWord-Programms von Google für gemeinnützige Vereine das OpenStreetMap als Keyword gesichert hatten. Dann weiß ich jetzt nicht genau, ob man das sieht. Vandalismus in OpenStreetMap. Man sieht hier, man kommt her, sieht hier dieses Bild, denkt sich erstmal, haha, Penis, und was ist die nächste Reaktion? Löschen, bevor es die Kinder sehen. Umgehend bei der DWG melden. Nichts, das gibt's so wirklich. Oder nichts, Nakana hat sowieso schon gelöscht. Oder 5. Ja, ich mache nichts, denn es gibt so, es stimmt, richtig. Das ist der, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Sonny Abbas Giant in Dorchester im Südwesten von England, wo das unten drunter so ein Kalkstein-Gelände ist und da ist das so eine Trittfigur, die haben sie auch vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahren nochmal nachgegangen und nochmal ausgekratzt und da sieht man diesen Giant, der da steht und der ist auch gemappt. Also man muss eine Kleinigkeit sagen, es stand nebendran noch so 2 POIs, die habe ich wegretuschiert, sonst wäre die Frage zu einfach gewesen. Also es schaut minimal anders aus in OpenStreetMap. Frage 8, State of the Map. Haben wir ja fast jedes Jahr und fanden schon in vielen Ländern statt. In welchem dieser Länder fand es denn schon statt? In Peru, in Irland, in Kanada oder in Portugal? Wer weiß es denn? Ja, Sven? In Irland. Richtig. In Irland, in Limerick. 2008 war das.
Dann kommen wir zur Frage 9. Mapsen. Kennen eigentlich auch recht viele, denke ich. Ist vielen bekannt. Aber woher ist das denn eigentlich so ursprünglich bekannt? Woher können die Leute das denn? Das ist Tochterfirma von Samsung. So Vector-Tiles und Routing. Oder Mapping Party in einem buddhistischen Kloster im Jahre 2007. Ein Flash, weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Flash-Editor von CloudMate. Oder keines davon. Wer weiß das? Ja, der Kanner weiß sowieso alles, deshalb. Ich habe zwei Fragen falsch beantwortet. Okay. Weiß es sonst noch jemand? Woher ist das denn bekannt? Was? Wer hat sowas? Ja? Also ich meine, es sei eins. Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz falsch, aber ja. Die 3 ist auch richtig. Richtig. Aber die 3 existiert nicht mehr. Sein Flash-Editor. Ich habe gesehen, er hatte 2016 3 Change-Sets sind mit diesem Editor noch erstellt worden. Gut, und damit sind wir jetzt in der Plenumsrunde soweit durch. Jetzt ist noch die Frage, 10 Fragen, wenn schon keiner 5 richtig hatte, nehme ich mal an, hat keiner richtig oder habt ihr es euch nochmal anders überlegt? Wer hat denn 9 Fragen richtig gehabt? Keiner 9 Fragen? Hat jemand 8 Fragen richtig gehabt? Auch keiner? Hat jemand 7 Fragen richtig gehabt? 2x die 7? Also 3x die 7? Dann haben wir damit, würde ich sagen, nehmen wir euch beide als Finalisten dazu und ihr dürft den Nakana jetzt fertig machen. Kriegen wir schon hin. Ja. Gut, ihr dürft dann mal an die Tafel gehen, da stellen wir dann hin und ich erkläre gleich mal, wie die Finalrunde ausschaut. So, Tobias, bei der Finalrunde haben wir Multiple-Choice-Fragen. Und wir haben, also bei den Multiple-Choice-Fragen können natürlich mehrere Leute richtig antworten, kriegt dann jeder einen Punkt. Und wir haben Schätzfragen. Wer am nächsten an der Schätzfrage dran ist, bekommt dann den Punkt. Und es ist natürlich so, jeder bekommt einen Joker. Und das hat sich eigentlich letztes Jahr bewährt. Wir nehmen denjenigen, der immer alles richtig weiß. Halt! Ja, Entschuldigung. Oh, ich habe gerade mitbekommen, dass der Nakana wohl einen hochdotierten Sponsoring-Vertrag von unserem Joker erhalten hat. Damit stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob unser Joker überhaupt neutral ist. Da bin ich jetzt so spontan gar nicht drauf vorbereitet, aber ich würde sagen, da müssen wir den Joker eigentlich streichen. Und dann bekommt eben keiner einen Joker. Das ist eigentlich nur fair. Und ja, das Einzige, was wir da jetzt eigentlich noch machen können, ist, Nakana bekommt ein kleines Handicap und bekommt dann immer eine minimal schwerere Frage. Ich mache mal einmal ein Beispiel. FOSBIS-Programm. Wie viele Seiten hat das FOSBIS-Programmheft? Und weil der Nakana da natürlich die Antwort sowieso weiß, werfe Nakana die Frage, wie viele Wörter hat das FOSBIS-Programmheft? Ich habe auf jedes Wort mit Liebe gesetzt. Ihre Wort. So. Wertzeichen oder Komma getrennt. Das, was WC ausgibt. Ich schätze mal 64. Oh, da ist meine weg.
Nämlich 65. Du darfst das Gleiche, also das ist okay. Willst du auch sagen? Nämlich 65. Ja? 68. Nee, du musst die Wörter sagen. 12.000. 64 ist richtig. Bekommt der Roland einen Punkt. Also mit 7.669 Wörtern knapp vorbei. ich glaube, wir sollten eigentlich den Leuten noch ein Mikro geben, oder weil sonst haben wir da Hermanns nicht drauf. Hallo. Okay. Dann haben wir die zweite Frage, die OSM-Editoren. Hat man ja gerade schon kurz angesprochen. Wie viele verschiedene OSM-Editoren hatten 2016 mehr als 5 Change-Sets? Also ich gebe noch einen Tipp, Mapsen zählt nicht dazu. Und als Antwort reicht es mir, wenn ihr das, was laut Statistik als Editor in den Change-Sets eingetragen ist, also dieser Wert reicht mir. So, jetzt muss ich nochmal ganz fies sein und nachfragen, als wie viele Editoren zählen wir JOSM? Zählen wir Tested und Released komplett oder jede Version einzeln? JOSM ist ein Editor. Guter Plan. Also kann man eigentlich recht einfach durchzählen, nimmt man mal an. Kennt sie ja sicher alle. Nein, ich kenne nicht alle. Ich würde 20 sagen. 22. So, ich gucke mal, ob ich schaffe, 20 aufzuzählen, aber das langweilt die Leute, glaube ich, zu sehr. Aber dann nehme ich mal 23. 25. Also gar nicht mal so schlecht. Dann kriegt der Roland einen Punkt. Also ich habe auch unten drunter noch die Wiki-Seite geschrieben, wo ich die Statistiken habe. Und da ist eine Liste drin und da sieht man hier unten auch noch den Mapsen, der sogar 5 Edits noch hatte. Ja, also der Rechtsweg ist ausgeschlossen, das stand ja am Anfang in den... Frage 3. Top 10 Tasks, sehr beliebte Webseite mit so den wichtigsten Projektideen, was in OpenStreetMap gebraucht wird, von der EWG verwaltet oder mal aufgestellt. Welches dieser Projekte war denn nie ein Top 10 Task? Das Routing auf der Hauptseite. Verbesserung des Kartenstils für Autobahnen, dann der Einbau von Nodes, die Unterstützung für weitere Sprachen auf Help oder waren alles davon Top 10 Tasks? Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der 2. Ja, ist plausibel, aber ich muss ja mal dagegen halten. Also ich würde ja fast sagen, 3 riecht stark nach einem Google Summer of Code Projekt und bei 4 weiß ich nie, ob das offiziell stattgefunden hat. Deswegen, eins ist ja eigentlich auch ungeliebt gewesen beim Orga-Team und das eigentlich kam es ja von der EWG. Also ich gehe aber trotzdem mal auf 3. Ich entscheide mich für die 1, weil ich glaube, die EWG war in den letzten Jahren relativ tot. Also es mit dem Tod stimmt, es ist aber trotzdem die Nummer 3 und das war auch das einzige davon, was ein Google Summer of Code Projekt war, was vor 2 Jahren, glaube ich, lief und ja, doch etwas kontroversen dann, ob der Stil jetzt besser ist oder nicht. Und warum er besser ist, kann man sich auch sonst mit Christoph unterhalten, der erklärt das dann nochmal. Zur Frage 4. Wir müssen noch Punkt ist an Christopher. Genau. Ich habe jetzt auch mal. Ich will auch mal. Die Frage 4. Voskis-Vorträge
Jeder kennt ja eigentlich das Programm und hat sich das sehr gründlich angeschaut, daher auch recht einfache Frage. Wie viele Vorträge gibt es auf der diesjährigen Vosges-Konferenz? Ich habe keine Workshops mitgezählt, nur Vorträge, und Lightning Talks ist jeder einzeln gezählt. Nein. Psst. Also Pascal ist, Pascals Vortrag ist ausgeschlossen. Der läuft außer Konkurrenz. Also es müssten eigentlich weniger gewesen sein. Wir haben 3 Räume. Als 10, ja. Ich mache mal 55. Ich bin mal noch mal. Ja, ich gebe mal. Ich mache es mal ein bisschen größer, weil ich hätte gesagt, dass wir 9 Blöcke haben. Wir haben jeweils 3 Räume zu 3 Vorträgen. Macht erstmal 81 Vorträge. Davon geht ab, dass irgendwie so ein paar Blöcke leer sind. Und davon kommt oben drauf, weil ja die Lightning Talks davon mehrere in einem Slot sind. Da gibt's irgendwie so, gab's 3 Blöcke, glaube ich, von. Deswegen, ich gehe einfach mal auf die 81. Gibt es extra Punkte, wenn man den Lösungsweg mit anbietet? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Entweder klatscht ihr oder macht Buh, wenn ich anfange zu quasseln, dann höre ich auf oder den man verlängere. Es sind 75. 77. Nakana. 70, ja. War der Nakana ziemlich nah dran, ja. Sehr gut. Gut, dann eine kleine Serverstatistikfrage. Was ist denn der durchschnittliche ausgehende Datenrate für alle Teilserver zusammen? Also im Endeffekt die ganzen gesurften PNG, ne, JPEG, was können wir so? JPEGs, glaube ich. Beides. Du meinst du Bandbreite, die zur Verfügung steht oder die genutzt wird? Das, was wirklich angefragt worden ist, was im Schnitt über die Leitung pro Tag geht. Also in Kilobit in der Sekunde oder welche Einheit ihr auch immer. Nein, Kilobit möchte ich nicht nehmen. 4 Gigabit. Also ist definitiv eine schwierige Frage, weil man müsste wissen, was hat das der Server eigentlich für eine Anbindung? Also es sind mehrere es, natürlich. Ja, das ist, sind mehrere, ja. Ist Knobelfrage. Was, du hattest 4? Ich würde auf jeden Fall irgendwie drunter gehen. Ich sag mal, was? Es kam mir schon Antworten irgendwo mir entgegengeflogen. Ich sage einfach 2,5 Gigabit. So, und ich gehe einfach mal eher drüber. Also ich sage einfach mal, ihr habt ja Gigabit gesagt, nicht Gigabyte, oder? Also ich wäre jetzt 10, ich wäre jetzt eher auf die, nur kurz überlegen, also ich habe auf dem Tag, also ich habe ungefähr pro Tag 150 Gigabyte. Die Teilserver sind aber ungefähr 10-mal so viel. Das heißt, es ist ungefähr 1,5 Terabyte. Das muss ich beim Stellenschieben aufpassen. Jetzt muss ich beim Stellenschieben aufpassen, dann sind das 15, wenn ich eine Million runtergehe, auf pro Sekunde 15 Megabyte. Nee, ist deutlich weniger. Dann müsste es pro Sekunde irgendwie so 200 bis 300 Megabit sein, vorbehaltlich Rechenfehlern. Ja, ich glaube, da warst du sogar am nächsten dran. Das sind 775 Megabit in der Sekunde. Spitzenlast derzeit 1 Gigabit in der Sekunde. Du hattest 4 und du warst... 2,5. Ja, genau, dann hat der Roland den Punkt. Ah, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt eine. Etwas. Ja. Das nächste Mal dann, wie zum Schluss.
Genau, der Roland, der muss dann das nehmen, was übrig bleibt. Also. Ja, das war also, jetzt so nicht ganz geplant. Ja, was ist der ursprüngliche Name der Overpass-API? Die hören sich alle gut an, aber ich habe auf jeden Fall die Nummer 2 schon mal gesehen. Ich auch. Die haben auf jeden Fall beide einen Punkt verdient, weil da schaut ihm man scharf hin. Und was heißt ausgeschrieben? Schwierige Frage. 3S. OSM könnte OpenStreetMap sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste es mal. Irgendwann mit Storage oder Service. War auf jeden Fall mit drin. Also 3S war irgendwie SS. Irgendwann, ja. 3x S. Ich weiß nicht, ob der Nakana das weiß, der König? Der weiß es auch nicht. Weiß es der Roland vielleicht? Ich hoffe es, sonst wären es die ersten Anzeichen für Alzheimer. Dann müsste jemand rechtzeitig mir das Projekt wegnehmen. Das war OpenStreetMap Server-Side Script. So ist es. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, wer jetzt da den Punkt bekommt. Alle drei einen Punkt, okay. Dann haben wir die Frage 7. Wir haben ja in OpenStreetMap eine Menge an Ways, die man klassisch erstmal für Autobahnnetz, für das ganze Straßennetz gezeichnet haben. Gibt aber jetzt ja dann auch, kann ich ja für Plätze benutzen, für Parkplätze, was weiß ich, alles mögliche, die Ways. Ich kann sie natürlich auch für Gebäude benutzen. Wie viel Prozent der Wege entfallen denn ungefähr auf Gebäude? In Prozent. Ich denke mal, auf jeden Fall Deutschland sollte man vielleicht nicht als Beispiel nehmen, weil in anderen Ländern sind wirklich nur Straßen drin. Ich tippe mal so. Also es ist Planet-Statistik. Ja, ja. Deswegen sollte man Deutschland nicht als Beispiel nehmen, weil da wäre das in Städten auf jeden Fall, ich gehe davon aus, über 50%. Obwohl man ja bedenken muss, in Städten mit den ganzen Fahrspuren, wenn man das schön aufteilt, könnte das ganz schön... Ich hatte vorhin schon mal irgendwann, hatte ich die 23? Nein, die hatte ich vorhin nicht genommen. Dann nehme ich jetzt die 23%. Der König? Nö. 70%. Oh, das ist doof. Das hätte ich nämlich auch genommen, weil das, ja, ist tatsächlich so schlimm. Ich weiß nicht die genaue Zahl. Ich muss überlegen, ob ich drüber oder drunter gehe. Ich gehe aber mal drüber auf 72%. Also es ist nicht ganz so schlimm, es sind 55% ungefähr. So, was hat man jetzt? 23 und 70. 70. Jetzt ist der Mathematiker gefragt. 70, ja. Also so rein vom arithmetischen Abstand her wäre auf jeden Fall Nakana näher dran. Also und für die genaue Zahl hätte es natürlich 2 Punkte gegeben. Wir können ja mal ins Publikum fragen, an die Person, die diese Statistik erzeugt hat, ob die das weiß. Also ich würde mal tippen, dass Jochen Chancen hat. Ich wäre nicht überrascht, wenn Tech-Info dafür ein Feld hat und das einfach nicht bekannt ist. Ja, also fürs Protokoll, Jochen weiß es auch nicht mehr und... Es muss ja eigentlich mehr sein, wenn es schon 55% aller Ways überhaupt Building sind, dann muss der Anteil ja höher sein. Ah, okay, gut, die Multipolygon-Relationen. Ja, auch da sind die Dinger mal wieder fies und grätschen einem rein. Das glaube ich sofort. Gut, nächste Frage. Hausnummern. Nochmal ein bisschen lokalere Frage. Passau, ihr wart jetzt hier alle ein bisschen unterwegs und habt euch auch die schöne Karte vor der Tür angeschaut. Hätte man also problemlos mal zählen können, wie viele Hausnummern denn eigentlich derzeit in Passau erfasst sind. Also nicht Landkreis, sondern Stadt Passau. So, dann
schätze ich einfach mal 90% in den Raum. Nee, Anzahl. Wollte gerade sagen, ist die Anzahl. Ja. Nein, in der Stadt, sagte gerade Peter. Jetzt wird's fies. Für den Vortrag hatte ich heute Morgen rausgefunden, dass Passau, wie viel waren's? Ich weiß aber nicht mehr. Ich schätze jetzt einfach mal, ja, 40.000. 40.000 hast du gesagt? Jetzt rächt sich so ein bisschen meine schlampige Programmierarbeit an meinem OSM-Adress-DB, weil ich nämlich nicht die Anzahl der Adressen drin habe. Sonst hätte ich das nämlich ganz genau gewusst, wie viele Adressen Passau erfasst sind. Irgendwas hatte ich gehört, Passau hat 50.000 Einwohner. Ich weiß nicht, ob das Gesamt-Passau ist. Jetzt würde ich das einfach mal durch drei teilen. So Pi mal Daumen, wahrscheinlich ist nicht alles erfasst, aber ich habe gesehen, dass da Peter irgendwas erfasst hat, auf jeden Fall. Ich würde jetzt so mal 17.000 schätzen. Ich schätze 9.000, weil ich daran denke, dass es auch mehr Familiengebäude gibt. Ja, also kommt der Nakana wohl am nächsten hin, es sind 12.021. Also vielleicht noch kurz die Frage an Frederik, sind es noch 12.021? Ich habe noch nicht angefangen, sie zu löschen. Gut. Also es sind auf jeden Fall Adressen bei, wie ich ja in meinem Lightning-Talk schon angesprochen habe, die den Straßen nicht zuzuordnen. Sie fragen, ob die da auch damit reinzählen. Also es war eine Overpass-Anfrage nach Address, House Number. Genau. Damit. Hast du noch eine Stichfrage? Nee, habe ich keine Stichfrage mehr. Die muss ich mir erst nochmal holen, weil die hatten wir aus der Plenumsrunde noch. Haben wir 2x4 Punkte. Christopher hat leider nicht ganz gereicht. Na, immerhin der dritte Platz, nicht? Dann würde ich sagen, trete ich mal in harte Verhandlungen. Ich würde ja, Nakana, ich würde ja die Krone... Wir haben ja noch eine Stichfrage, die haben wir nur... Ich wollte gerade Nakana die Krone anbieten, wenn ich in Düsseldorf das Subway-Tag behalten darf. Da gebe ich lieber die Krone ab. Wo ist denn der? Was ist denn der Fullscreen? Gibt es halt. Steuerung Shift P. Ja, wo haben wir die Stichfrage? Genau, hier haben wir noch die Stichfrage. Wie viel Gigabyte ausgehender Traffic wurden im Februar 2017 von www.osm.org erzeugt? Also wirklich nur der Webseite. Das sind nicht die Teils und kein Help, kein Forum und so weiter dabei, was www erzeugt hat. Können wir jetzt natürlich wieder auf einen längeren Rechenweg vom Roland rechnen, weil er vorher schon von Gigabit, jetzt muss er wieder zurückrechnen auf die Monatsleistung. Da vorne waren es aber die Teils. Richtig, oder ja. Also Christopher, du bist ja leider schon... Ja, deswegen halte ich ja das Mikrofon für irgendwas, muss ich ja noch da sein. Wer möchte zuerst? Ich fange an. Ich würde sagen 12 Terabyte. 12 sind geboten. So, ich bin gerade noch am Rechnen. Hast du eine Tafel? Nein, so schlimm ist nicht. Aber es geht ja wirklich ums ganze Jahr und in Gigabyte. Da muss ich gleich noch tausende Einheiten dran tun. Das ist... Also ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus geschätzt, dass wir dann ungefähr bei, wir wären ja vom rein von den Teilservern her, wären wir ja gerade bei 10 Terabyte am Tag. Das macht mal grob mal 1000 durch 3, macht es dann noch 3, ich weiß gar nicht, was eine Terabyte kommt, 3000 Terabyte im Jahr. Jetzt können wir mal ein bisschen davon runtergehen. 10% davon wird der restlichen Webseiten ungefähr schon haben, weil so klein ist JavaScript auch nicht. Das heißt also,
Ja, was hatte ich gesagt? 3000 Terabyte hatte ich gesagt. Sind also 200 Terabyte würde ich denen geben, also 200.000 Gigabyte. Also bist schon etwas. Noch eine Korrektur? Mal korrigieren, ja, was willst du im Februar? Das ist, okay, dann müssen Sie es mal durch 12 teilen. 200 durch 12 kriegen wir noch hin oder ja, 15.000 sind wir dann ungefähr auf den Daumen rum. 15.000, 12.000 und es sind 12.900 Gigabyte. Ja, ist beides dabei. Ja, also dann darf der Nakana wohl seine Krone behalten. Herzlichen Glückwunsch, Nakana. Und als Preis bekommst du noch einen Gutschein über ein E-Book von O'Reilly, das du dir dann selbst aussuchen darfst. Danke. Gut, sind wir am Ende